Ja, Herr Kollege Singer, Sie können jetzt vieles zu Ihren Ausführungen sagen. Vielleicht nur eines zu der Tatsache, dass Sie Franz Josef Strauß immer wieder als Kronzeugen für Ihre Ansätze missbrauchen. Also Franz Josef Strauß hat Extremismus jeder Art abgelehnt, war ein glühender Europäer und ein überzeugter Transatlantiker. All das unterscheidet ihn doch erheblich von den Ansätzen, die Ihre Partei fahren. Und ich glaube auch die Argumentation, die Sie jetzt gebracht haben, was die industriepolitischen Ansätze der Zukunft angeht, wäre ihm doch etwas zu unterkomplex. Also vielleicht sollten Sie das noch mal überlegen. Franz Josef Strauß wäre nicht Ihr Unterstützer. Geschätzter Herr Kollege Schalk, Franz Josef Strauß, mit Franz Josef Strauß hätte die CSU nicht diesen massiven Linksruck unternommen, der hier stattgefunden hat, oder er wäre ausgetreten und dann Gründungsmitglied bei uns geworden. Und geschätzte Kollegen, geschätzte Kollegen, wir sind auch ganz klar gegen jede Form von Extremismus, sei es jetzt Kommunismus, sei es Faschismus, sei es Sozialismus. Und vor allem auch Islamismus, da wenden wir uns ganz, ganz klar dagegen. Auch sind wir glühende Europäer im Herzen, aber wir sind für ein Europa der Vaterländer. Und das ist genau das Europa, hinter dem auch ein Franz Josef Strauß damals gestanden ist.